Am 27. März 2022 macht Cassie Carly sich auf den Weg zu einer Verabredung. Sie möchte ihre kleine Tochter Sailor abholen. Das Mädchen ist 4 Jahre alt und hat das Wochenende bei ihrem Vater verbracht. Nun möchte Cassie Sailor wieder von ihrem Ex-Freund abholen. Cassie, die mit ihren Eltern zusammen wohnt, verabschiedet sich von ihrem Vater. Sie sei gleich wieder zurück. Doch Cassie kommt nicht wieder. Stattdessen erhält ihr Vater merkwürdige SMS. Und über allem schwelt ein dunkler Verdacht. Denn Cassie scheint schon vor ihrem Verschwinden eine dunkle Vorahnung gehabt zu haben, dass ihr etwas passieren könnte. She's always said, if something happens to me, it's him. Cassie Carly ist 37 Jahre alt und lebt mit ihrer Tochter Sailor in Navarre Beach im US-Bundesstaat Florida. Die letzten Jahre waren nicht einfach für sie. Doch im März 2022 scheint es, als würde es für die junge Mutter endlich wieder bergauf gehen. Cassie was doing so amazing. She was hopeful. She had a dream job. She was starting that upcoming week, looking at houses. For her and Sailor, the future was so bright. Her and Sailor, every day, best friends, mom and her going to the beach, doing crafts. That was her dream, and she fulfilled that. And she was going to make sure she fulfilled all of Sailor's dreams. She was amazing, the best. Cassie lebt von Markus, dem Vater ihrer kleinen Tochter, getrennt. Die Beziehung der beiden war von Beginn an eher toxisch. Trotzdem wurde Cassie nur wenige Monate nach dem Kennenlernen schwanger. Noch während sie sich auf die Geburt ihrer ersten Tochter freut, lernt sie Markus zweites Gesicht kennen. Sie beschreibt ihn als kontrollierend und manipulierend. Doch der Wunsch nach einer kleinen Familie ist für sie damals größer als der Leidensdruck. Cassie war schon einmal verheiratet und während dieser Beziehung klappt es nicht mit einer Schwangerschaft. Nun, da ihr Traum endlich in Erfüllung geht, ist sie bereit, dafür Markus' Launen in Kauf zu nehmen. Sie trennt sich, hält aber den Kontakt zu ihm. Sie möchte, dass ihre kleine Tochter einen präsenten Vater und ein harmonisches Familienleben hat. Doch Markus macht es ihr nicht leicht. Cassie und Sailor sind ein Herz und eine Seele. Und Anfang 2022 scheint es, als habe auch Markus sich endlich aufgerappelt. Trotz der Trennung kurz nach Sailors Geburt teilen sie sich das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Die 4-Jährige lebt bei Cassie, besucht ihren Vater aber jedes zweite Wochenende. Am 27. März 2022 fährt Cassie also mit ihrem Auto los, um Sailor nach einem Wochenende bei Markus abzuholen. Der Treffpunkt liegt nur etwa 1 Meile vom Haus von Cassie und ihren Eltern entfernt. Sie möchte sich auf dem Parkplatz des Restaurants Juanas Pagodas treffen. Das ist ein anderer Treffpunkt als üblich. Markus hat angeboten, die beiden könnten sich ausnahmsweise dort treffen. Für die 37-jährige Mutter von Sailor ist das viel praktischer. Denn sonst muss Cassie über 1 Stunde Autofahrt auf sich nehmen, um zu dem Ort zu kommen, wo die Übergabe der Tochter normalerweise stattfindet. Das Gericht hat diesen Treffpunkt angeordnet. Markus und sie sollen sich immer auf dem Walmart-Parkplatz in Destin, Florida treffen. Das klingt komisch, hat aber einen wichtigen Hintergrund. Denn auf dem Parkplatz des Supermarkts ist immer viel los. Und das ist wichtig. Für Cassies Sicherheit. Denn obwohl sie ihrer Tochter zuliebe weiter Kontakt mit Markus hat, fühlt sie sich von ihm zunehmend bedroht. Immer wieder gibt es zwischen den beiden Streit wegen der Unterhaltszahlung. Cassie lädt Markus zwar immer wieder ein, Sailor zu Anlässen oder Terminen zu begleiten, auch abseits der ausgemachten Wochenenden, doch Markus zeigt nur wenig Interesse an seiner eigenen Tochter. Anfang 2022 ändert sich das jedoch. Und Markus zeigt endlich etwas mehr Initiative.
An diesem 27. März wollte Cassie sich nicht nur mit Markus treffen, um die gemeinsame Tochter abzuholen. Sie musste auch dringend wegen den Unterhaltszahlungen mit ihm sprechen. Zwar ist Markus seit ein paar Wochen deutlich freundlicher zu Cassie als sonst, doch die beiden Elternteile haben seit Jahren einen Rechtsstreit. Dieser geht weit über die fehlenden Zahlungen für die gemeinsame Tochter hinaus. Cassie beantragt im Oktober 2018 sogar eine einstweilige Verfügung gegen Markus. Der Verfügung wird zunächst übergangsweise stattgegeben. Als Begründung ist häusliche Gewalt aufgeführt. Die gemeinsame Tochter Sailor ist damals erst 3 Monate alt. Nach wenigen Wochen endet diese einstweilige Verfügung jedoch wieder. In den Augen der Behörden gibt es nicht genügend Beweise dafür, dass Markus eine Gefahr für Cassie darstellen würde. Nur wenige Monate später stellte Markus dann im März 2019 einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Cassies Mutter. Cassie lebt mit ihrer Tochter ja bei ihren Eltern. Markus gibt an, er habe im März ein paar Nächte dort verbracht, um in der Nähe von Sailor zu sein. Dabei habe Cassies Mutter ihn angeschrien und mit Waffengewalt gedroht. Dieser Antrag von Markus wurde allerdings sofort abgelehnt. Der juristische Streit zwischen den beiden Elternteilen entflammt ab diesem Zeitpunkt erst so richtig. Markus behauptet, Cassie würde Drogen nehmen und sei eine Gefahr für Sailor. Er meldet sie sogar wegen Kindesmisshandlung und beantragt das alleinige Sorgerecht. Gleichzeitig weigert er sich aber, seine kleine Tochter finanziell zu unterstützen. Und das, obwohl das Finanzministerium ihn zu Unterhaltszahlungen auffordert. Cassie versucht, die Wogen zu glätten. Zeitgleich hat sie große Angst, dass man ihr Sailor wegnehmen könnte. Markus wird in seinen Forderungen zunehmend aggressiv. Das Gericht entscheidet, dass die beiden Eltern sich das Sorgerecht für Sailor teilen sollen. Cassie soll allerdings bei wichtigen Entscheidungen im Alltag das letzte Wort haben. Dabei wird auch ein Zeitplan festgelegt, in dem die Besuchszeiten terminiert sind. Die Probleme mit den Unterhaltszahlungen gehen trotzdem weiter. Im Juni 2021 wird Markus sogar der Führerschein entzogen, weil er einfach nicht zahlen möchte. Im selben Jahr verstößt er gegen den vom Gericht aufgestellten Zeitplan und behält Sailor mehr als 2 Wochen bei sich. Ohne Cassie zu sagen, wo er und die gemeinsame Tochter sich während dieser Zeit aufhalten. Zu diesem Zeitpunkt schuldet Markus Cassie nach ihren Angaben bereits etwa $10.000 Unterhalt. Laut einer Statista-Erhebung erhalten sorgeberechtigte Elternteile in den USA jährlich durchschnittlich etwa $3.400 Unterhalt. Wendet man diese Zahl auf den Fall von Cassie und Markus an, würde das bedeuten, dass Markus nie Unterhalt für Sailor gezahlt hat. Im März 2022 hofft Cassie, das Problem endlich aus dem Weg räumen zu können. Immerhin ist das Verhältnis zwischen ihr und Markus endlich etwas besser geworden. Auch gegenüber seiner Tochter zeigt Markus mehr Zuwendung als sonst. Als Markus anbietet, er könne Sailor direkt nach Navarre Beach bringen, ist Cassie ihm sehr dankbar. Der Treffpunkt auf dem Parkplatz vor dem Restaurant Juanas Pagodas unterscheidet sich auch nicht großartig von dem üblichen Übergabeort. Hier sind viele Menschen unterwegs, mehrere Autos parken vor dem Restaurant und Besucher gehen ein und aus. Es ist ein öffentlicher Platz und am frühen Abend ist es noch hell. Wie vereinbart macht Cassie sich auf den Weg, um pünktlich um 19 Uhr auf dem Parkplatz zu sein. Aber sie kommt nicht zurück. Ihr Vater versucht sie anzurufen und schreibt ihr SMS. Erst gegen 21 Uhr erhält er eine Antwort. Doch diese SMS beunruhigt ihn nur noch mehr. Sorry, mein Auto hat gesponnen und ich habe mein Handy kaputt gemacht. Markus kümmert sich darum. Ich bleibe heute Nacht bei ihm. Er bezahlt mich, damit ich bei ihm zu Hause ein paar Dinge erledige. Bei dieser Nachricht passt kaum etwas zusammen. Zwar stammt sie von Cassies Nummer, aber ihre Formulierung und Ausdrucksweisen entsprechen überhaupt nicht ihren normalen Nachrichten. Wie groß ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb von nur 2 Stunden sowohl Cassies Auto als auch ihr Handy kaputt gegangen sind? Warum bittet sie Markus nicht einfach, sie nach Hause zu fahren? Und weshalb sollte Markus sie dafür bezahlen, dass sie etwas in seinem Haus erledigt, wenn sie doch nur spontan wegen eines Notfalls bei ihm schläft? Cassies Familie bekommt sofort ein ungutes Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber sie versuchen, sich zu beruhigen.
Cassies Vater bittet sie nur anzurufen, sobald sie sich am nächsten Tag wieder auf den Heimweg macht. Am nächsten Tag, dem 28. März, bekommt Cassies Vater ein SMS von Marcus. Dieser schreibt, die gemeinsame Tochter Sailor sei nun bei ihm. Cassie habe ihn gebeten, sie in der Nähe der Stadt Destin abzusetzen. Von dort aus habe sie zu ihrer Freundin Stacy gehen wollen. Spätestens jetzt schrillen bei Cassies Vater alle Alarmglocken. Denn Cassies Freundin Stacy wohnt gar nicht mehr in Destin. Er antwortet, Stacy ist schon vor einer Weile nach Alabama gezogen. Cassie würde sich niemals irgendwo von dir absetzen lassen. Ist ihr Auto bei dir? Marcus schreibt nur, Cassies Auto sei noch in Navarre Beach. Unterdessen ergibt eine Nachfrage bei Stacy, dass sie in den letzten Tagen gar nichts von Cassie gehört hat. Damit ist ihrer Familie endgültig klar, dass Marcus lügt. Auch Cassies Schwester schreibt Marcus eine Nachricht und bittet ihn um mehr Informationen. Ihr erzählt Marcus dieselbe Geschichte wie Cassies Vater. Am Abend des 28. März 2022 meldet ihre Familie Cassie Carly als vermisst. Am 29. März beginnen die offiziellen Suchmaßnahmen. Die Polizei in Florida handelt schnell, denn sie kann nicht ausschließen, dass die junge Mutter in Gefahr sein könnte. An diesem Tag wird auch Cassies Auto gefunden. Der Wagen steht noch immer auf dem Parkplatz von Juanas Pagodas, wo sie und Marcus sich am 27. März getroffen haben. Im Auto befindet sich ihre Handtasche. Normalerweise nimmt Cassie sie überall mit hin. Regardless of that, I need everyone to come together and help find my sister. If you are anywhere in the Panhandle area, please, I beg of you, come out and join the search party. I'm currently in North Carolina, but I will be there in the morning, first thing. I've been in contact with every major news station. You will see stuff about my sister already from their Dateline, NBC, Fox News. It's all out there. I want everyone to know my sister's name and know she is missing and we need your help to bring her home. Während Cassies Schwester und Freunde von Cassie eine große Suchaktion organisieren, kann die Polizei den Aufenthaltsort von Marcus herausfinden. Er ist von Interesse, weil die Ermittler von Cassies Familie wissen, dass er sich am Abend ihres Verschwindens mit ihr treffen wollte. Marcus befindet sich etwa 260 Meilen von Cassies Heimat entfernt in dem Ort Birmingham, im Bundesstaat Alabama. Bei ihm ist die 4 Jahre alte Sailor, die glücklicherweise wohlauf ist. Zunächst wird sie in die Obhut des Alabama Child Services gegeben. Cassies Vater kümmert sich in der Zeit um die juristischen Schritte, um Sailor zu ihm zurück nach Florida zu holen. Währenddessen wird Marcus von der Polizei intensiv befragt. Seitdem Cassie verschwunden ist, wurden weder ihr Handy noch ihre Bankkarten noch einmal benutzt. Und das legt den traurigen Verdacht nahe, dass der jungen Frau etwas zugestoßen sein muss. Cassie wanted so bad to co-parent with him, and I think he wanted more than that. He didn't want to just be a co-parent. If he couldn't have it all, then he wanted none of it. And he wanted full control of Cassie and her role as a mother and his role as a father. Am 2. April wird Marcus in Tennessee festgenommen. Allerdings nicht direkt, weil er beschuldigt wird, für Cassies Verschwinden verantwortlich zu sein. Die Vorwürfe lauten Unterschlagung von Beweismitteln, falsche Angaben im Zusammenhang mit einer vermissten Person und Vernichtung von Beweisen. Dennoch ist er für die Polizei natürlich verdächtig. Nicht nur, weil er Cassie als letzter lebend gesehen hat, erst kurz vor ihrem Verschwinden hat es vor Gericht eine neue Entwicklung gegeben. Marcus soll rund 5.900 US-Dollar Anwaltskosten für Cassie nachzahlen. Und zwar innerhalb von 30 Tagen. Diese Anordnung wurde am 18. März herausgegeben. Am 27. März verschwand Cassie. Mit der Unterschlagung von Beweismitteln und der Vernichtung von Beweisen ist konkret wahrscheinlich Cassies Handy gemeint. Es ist nicht in ihrer Tasche, die im Auto gefunden wurde. Laut Polizeidokumenten soll Marcus es am Tag nach ihrem Verschwinden aus einem fahrenden Auto geworfen haben. Gegenüber der Polizei habe er gesagt, er hätte das Handy loswerden müssen. Warum, hat er allerdings nicht erläutert. In der Nacht vom 2. auf den 3. April machen Ermittler in Alabama eine traurige Entdeckung. Sie finden einen weiblichen Leichnam.
Er liegt in einem flachen Grab unter einer Art offenen Scheune. Am nächsten Tag gibt es Gewissheit. Bei der Toten handelt es sich um Cassie Carley. Sie konnte anhand ihrer Tattoos an ihrem Fuß identifiziert werden. Sie und ihre Schwester hatten sich eine kleine Echse als Partnermotiv stechen lassen. Als der Polizeisprecher die neuen Entwicklungen auf einer Pressekonferenz bekannt gibt, bekennt er auch einen konkreten Verdächtigen. Cassies Ex-Freund Marcus Benvelo. Nicht nur liegen seine Heimatstadt Birmingham und der Fundort von Cassies Leichnam nur etwa 35 Autominuten voneinander entfernt, das Grundstück soll auch direkt mit Marcus in Verbindung stehen. Wie genau, ist bis dato noch nicht bekannt. Cassie Carley, who's been missing now for about a week, we discovered her body while executing a search warrant in Alabama. It was in a barn in a shallow grave. So it's not the ending that we wanted, obviously. And also, as you know, as we reported earlier, the suspect is currently in jail in Maury County, Tennessee, on charges of tampering with evidence and giving false info reference missing persons investigation. We're just proud that we've got this guy in custody. Obviously, more charges will be pending, depending on the autopsy, which will occur tomorrow morning. Obwohl Marcus bereits in U-Haft sitzt, kooperiert er nicht mit der Polizei. Er soll nur gesagt haben, Cassie habe Probleme mit ihrem Auto gehabt. Als er es reparieren wollte, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Gleichzeitig plädiert er auf nicht schuldig. Er bleibt bei der Geschichte, Cassie in der Nähe von Destin abgesetzt zu haben. Der Polizeisprecher ist dennoch zuversichtlich. Die Autopsie würde sicherlich genügend Grundlagen für eine Mordanklage gegen Marcus bieten. Doch er täuscht sich. Well, Mark, the final autopsy report lists both Cassie Carley's cause of death and manner of death as undetermined. Now, this man, Marcus Spanavello, was arrested in Maury County in April. He's facing charges in the investigation into Carley's death. The mother's body was found in a shallow grave in central Alabama. And the cause of death was believed to be the only obstacle preventing Santa Rosa prosecutors in Florida from charging Spanavello with murder. Die Rechtsmediziner arbeiten monatelang daran, Cassies Todesursache festzustellen. Vergeblich. Die Todesursache von Cassie Carley wird nach aufwendigen Untersuchungen als unbestimmt klassifiziert. Somit kann ihr Tod auch nicht als Mord eingeordnet werden. Und das wiederum bedeutet, dass der verdächtige Marcus nicht wegen ihres Todes angeklagt werden kann. Im Oktober 2022 gibt es für Cassies Angehörige einen weiteren Schock. Denn die Anklagen gegen Marcus werden fallen gelassen. Was zunächst unglaublich klingen mag, hat einen taktischen Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft hofft, in Alabama besser gegen Marcus vorgehen zu können. Die bisherige Anklage wegen der Unterschlagung von Beweismitteln war vom Bundesstaat Florida ausgegangen. Da der Leichnam von Cassie aber in Alabama gefunden wurde, ist eine Anklage auch dort möglich. Dort könnte Marcus eine noch härtere Strafe erwarten. Der Fall bleibt also geöffnet. Seit Dezember 2022 ermittelt das FBI in dem Fall. Im selben Monat gelingt eine Anklage gegen Marcus, wegen Misshandlung einer Leiche. Die Polizei scheint also genügend Beweise dafür zu haben, dass Marcus Cassies Leichnam nach ihrem Tod bewegt hat. Zum Beispiel, als er sie in der Hütte in Alabama versteckt hat. Es scheint aber nach wie vor nicht genügend Hinweise für den Mord zu geben, den sowohl Cassies Familie als auch die Ermittler hinter dem Fall vermuten. Am 25. Juni 2023 ist es offiziell. Marcus Benvelo wird wegen Entführung mit Todesfolge im Fall Cassie Carley angeklagt. Für Cassies Familie und Freunde ist das ein großer Erfolg. Zwar wird Marcus nicht wegen des Mordes an Cassie angeklagt, doch er wird offiziell für ihren Tod verantwortlich gemacht. Als Strafmaß kommt für ihn entweder eine lebenslange Freiheitsstrafe oder sogar die Todesstrafe in Frage. Als eine Freundin von Cassie gefragt wird, welche Konsequenzen sie sich für Marcus wünschen würde, sagt sie, er hat beides verdient. Persönlich würde ich ihn lieber sein ganzes Leben lang im Gefängnis sehen, denn das wird eine miserable Existenz für ihn. Die Todesstrafe wäre zu schnell.
Trotz der Anklage gegen Markus schweigt er aktuell wieder. Das Verfahren gegen ihn läuft zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos noch. Es bleibt zu hoffen, dass er vor Gericht reinen Tisch machen wird. Denn auch nach über einem Jahr wissen Cassies Familienmitglieder noch immer nicht, was die 37-jährige Mutter in ihren letzten Stunden erlebt hat. Doch eines ist klar, sie werden weiterhin für Gerechtigkeit kämpfen. Am 23. Februar 2023 reicht der Abgeordnete Joel Rudman in Florida einen Gesetzesvorschlag ein. Er trägt den Namen Cassie Carley Law und ist nach der ermordeten Mutter benannt. Das Gesetz wurde zusammen mit ihren Hinterbliebenen entworfen. Der Vorschlag sieht vor, dass es in jedem County mindestens ein Polizeirevier gibt, das geschiedenen Eltern als sicherer Übergabeort für ihre Kinder dienen kann. Diese Station soll außerdem rund um die Uhr videoüberwacht sein. Die Aufzeichnungen sollen mindestens 45 Tage lang gespeichert werden. So soll das Cassie Carley Law mehr Sicherheit bei einem Treffen zwischen zwei Elternteilen mit Sorgerechtsstreit garantieren. Leider wird im Mai 2023 aber bekannt, dass der Gesetzesvorschlag nicht durch den Senat gekommen ist. Der Politiker Joel Rudman gibt jedoch noch nicht auf. Er möchte nun überprüfen, weshalb sein Gesetzesentwurf abgelehnt wurde. Rudman hofft, den Vorschlag so überarbeiten zu können, dass das Cassie Carley Law in der nächsten Legislaturperiode verabschiedet werden kann. Einerseits ist das Engagement von Joel Rudman großartig. Andererseits ist es traurig, dass über solche Gesetze überhaupt nachgedacht werden muss. Der Fall Cassie Carley zeigt auf traurige Weise, wie sehr toxische Beziehungen eskalieren können. Sorgerechtsstreits zwischen Elternteilen werden immer üblicher. Natürlich endet kaum ein Fall auf solch eine traurige Weise wie der von Cassie Carley. Dennoch ist es wichtig, über Themen wie toxische Beziehungen und häusliche Gewalt zu sprechen. Wenn das Cassie Carley Law doch noch in Kraft treten sollte, wäre das sicherlich ein guter Schritt für die Sicherheit von betroffenen Frauen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in den Kommentaren gerne eure persönlichen Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema teilen. Ich hoffe sehr, euch bald ein Update zu dem Fall geben zu können. Cassies Familie hat es verdient, endgültige Klarheit über den Tod ihrer Tochter zu bekommen. Cassies kleiner Tochter Sailor geht es glücklicherweise gut. Sie wächst bei Cassies Schwester auf und ist in Sicherheit. Sobald es Neuigkeiten zu dem Fall gibt und ein Urteil gegen Marcus Benvelo feststeht, werde ich euch auf meinem Zweitkanal davon erzählen. Es lohnt sich also neben Insolito auch Insolito Crime News zu abonnieren. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Und solltet ihr uns noch weiter unterstützen wollen, könnt ihr natürlich noch einen Kommentar und Like hinterlassen. Das und das Aktivieren der Glocke hilft dem Kanal wirklich extrem weiter. Denn durch das Aktivieren der Glocke bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion. Und so wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.